Der No Range T Evolution, mein absoluter Lieblings-LKW. Und damit hallo und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Euro Truck Simulator 2. Hier heute mit Big Panda, noch ganz leicht angeschlagen. Hört man vielleicht auch in der Stimme. Ich hoffe, es ist nicht zu viel störend und dass das Ganze hier auch relativ gut über die Bühne läuft. Ich habe mich auf jeden Fall ein bisschen ausgeruht. Und wir sind hier heute ja, auf einer neuen Karte, die ich bisher noch nicht weiter erkundet habe. Wir sind hier in, oder besser gesagt, beim Flughafen von Medina auf der Red Sea Map von Terra Maps. Und ja, das Ganze liegt natürlich hier in Saudi-Arabien. Und ich würde sagen, wir machen mal ganz kurz die Karte auf. Also hier ist die Stadt von Medina. Da gibt es ein paar Firmen. Wir sind jetzt hier beim Flughafen von Medina. Fahren dann hier. Also bleiben auch in Saudi-Arabien und fahren dann hier hoch 524 Kilometer nach Al-Wajh. Keine Ahnung, ob man das so ausspricht. Aber ja, ich gebe mir auf jeden Fall Mühe. Ansonsten haben wir hier noch ein Stück. Also das hier müsste nach Ägypten sein. Und genau, dann haben wir, das geht dann noch hier hoch. Also bis hierhin ungefähr ist dann die Red Sea. Das hier ist ja schon Bromas Middle East. Schließlich also mehr oder weniger lückenlos an die ProMods Middle East an, ist auch miteinander kompatibel. Ich habe auch die ganze Male ProMods aktiviert. Ja, das Ganze also ohne weitere Probleme möglich. Inwiefern man hier dann wirklich durchfahren kann, weiß ich nicht. Das sieht hier auf jeden Fall so ein bisschen, naja, lückenhaft aus. Kann auch sein, dass einfach nur in der Karte natürlich angezeigt wird, dass man hier durchaus weiterfahren könnte. Wäre auf jeden Fall natürlich wünschenswert. Aber das können wir alles noch in weiteren Folgen, auch hier die ganzen Gebiete nochmal erkundschaften. Also ich muss sagen, ich bin jetzt hier blutiger Anfänger auf der Map, aber habe die schon etwas länger auf dem Schirm. Die Telemaps-Leute machen ja auch andere Kartenerweiterungen, wie zum Beispiel Road to Asia. Und da kann man sich auch die ein oder andere ja, Route durchaus ansehen. Und ansonsten, ja, hier ist der Frachtmarkt, also hier wollte ich jetzt nicht rein. Ja, noch ein bisschen Corona-Nachwirkungen, die ich habe. Also ich bin noch nicht freigetestet, habe also immer noch Corona zum Zeitpunkt der Aufnahme, aber das meiste geht wieder. Und ich würde sagen, wir starten einfach hier in diesem wunderschönen Renault Range T Evolution und in einer wirklich sehr, sehr schönen Lackierung, die mir sehr gut gefällt. Hat ein bisschen was Sportliches. Und ich würde sagen, wir fahren gemütlich los. Hoffe, dass hier auch alles performancemäßig läuft. Ich habe das halt jetzt noch nicht getestet weiter. Das ist jetzt das erste Mal, wo ich die Karte aktiviert habe. Habe mir sie vor ein paar Tagen mal runtergeladen. Aber da war die Stimme noch nicht so. Hat die Stimme leider nicht mitgemacht. Hier hebt mal ein Flugzeug ab. Wäre schon mal schön zu sehen, dass hier auch ein bisschen Action ist am Flughafen von Medina. Weil schon mal ein bisschen in die Außeneinsicht gehen. Ja, und ich möchte euch vor allem wirklich mein ja, großes Danke aussprechen. Ich habe mich sehr, sehr gefreut, dass so viele sich auch nach dem Gesundheitszustand von mir erkundet haben und dass sich auch so viele da wirklich Sorgen gemacht haben. Das wäre jetzt nicht unbedingt nötig gewesen, aber natürlich sehr, sehr schön zu hören, dass ihr da auch so besorgt wart und auch vor allem die ganzen Genesungswünsche, das hat mich sehr gefreut. Es hat mir auch irgendwo geholfen. Ich hatte ja auch angekündigt, dass halt unter der Woche ausnahmsweise kein Video kommt. Habe ich auch so gemacht. Also es kam tatsächlich kein Video. Jetzt am Wochenende sollen zwei Premieren kommen. Also das hier soll am Freitag kommen, wenn alles gut läuft. Und am Samstagabend will ich nochmal mit euch in fremde Häuser einbrechen. Ja, eine Runde Thief Simulator. Denke, dass die Stimme dann auch mitmacht. Werde ich dann aber erst morgen aufnehmen. Also wir haben jetzt Mittwoch den 14. und am Donnerstag den 15. will ich dann noch Thief Simulator für Samstag aufnehmen. Und dann soll es für diese Woche genügen. Also ich will mich da auch jetzt nicht überanstrengen, weil vor allem auch die Stimme weg war oder respektive auch sehr angeschlagen war. Also alles, was Kehlkopfbereich, Halsbereich angeht, war wirklich sehr, sehr angeschlagen. Aber wenn ich sowas hier sehe, da geht es mir gleich besser. Sieht wunderschön aus. Also wirklich herrlich. Muss man echt gucken, dass man hier auf der Spur bleibt. Also sieht wirklich traumhaft aus hier. Das gefällt mir ganz, ganz gut. Auch hier mit den Palmen im Kreisverkehr. So,
kommt keiner. Wollen wir mal los. Ja, es hatte mich dann doch erwischt. Ich weiß leider immer noch nicht, woher ich es habe. Also, ich habe es mir auf jeden Fall irgendwo geholt, aber ich weiß leider nicht, wo, von wem oder wann. Auch wenn natürlich das Gesundheitsministerium bei mir angerufen hat mit einem riesen Fragenkatalog, was dann fast eine Stunde gedauert hat, mussten wir lustigerweise aber in drei Teile aufteilen, weil ich nicht in der Lage war, eine Stunde zu reden. Also haben wir das in 3x20 Minuten aufgeteilt, was dann schon deutlich besser war für mich. Und ja, dann natürlich, also es hat erstmal ganz normal mit Grippesymptomen angefangen. Die haben sich dann immer ein bisschen ja, verschlimmert, sage ich mal, bis es dann an einem frühen Morgen gar nicht mehr ging, das war am Samstag. Und ich dann wirklich mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht werden musste. Hab leider kaum noch Luft bekommen, also ja, leider kaum Sauerstoffzufuhr gehabt, weil mein Kehlkopf derart angeschwollen war, dass die Luftröhre auch ein bisschen eingeengt wurde. Generell auch die ganze Luftröhre war extrem entzündet und gereizt, was mir das Leben natürlich im Moment extrem erschwert hat. Und generell ja durch diese Angeschlagenheit der Tage zuvor ging es mir einfach extrem elendig. Und ja. Sorry, wenn es hier und da noch ein bisschen im Hintergrund ja ein Husten da ist. Ich versuche mein Bestes, um möglichst ohne Störgeräusche hier mit euch die Tour zu verbringen. Aber ja. Hier und da kann es mal vorkommen. Deswegen ist es hier ein bisschen auch jetzt ein Versuch. Inwiefern klappt das jetzt auch mal etwas länger zu reden. Auf jeden Fall geht es mir schon ein ganzes Stück besser als Wochenende. Als ich am Krankenhaus lag, ging es mir wirklich nicht gut und war auch ein bisschen selbst entsetzt oder schockiert, dass es mir so schlecht ging auf einmal. Ging sehr schnell. Und ja, kann nur froh sein, dass ich zweimal geimpft bin. Wer weiß, wie schlimm es sonst geworden wäre. Also, und ich bin ja jetzt auch keiner, der regelmäßig krank ist, sondern eigentlich relativ selten. Ja, konnte froh sein, dass ich zum Beispiel nicht geraucht habe, auch gerade wegen der Lunge. Dass ich auch sonst keine Vorerkrankungen hatte. Das hat mir auf jeden Fall sehr geholfen. Natürlich auch das Ärzteteam im Krankenhaus bei Arbeit gemacht. Die starken Medikamente, die mir natürlich dann intervenös verabreicht wurden, haben auch sehr schnell gegriffen, habe sie sehr gut vertragen. Deswegen konnte ich dann auch relativ schnell wieder nach Hause. Musste gar nicht so lange da bleiben. Vor allem, weil die Betten halt auch gebraucht werden auf den Corona-Stationen für die Patienten, die an einer künstlichen Lunge liegen müssen. Das ist natürlich nochmal eine ganz andere Ecke. Dazu habe ich aber jetzt nicht gehört, Gott sei Dank. Aber auch die sind natürlich ja, nicht aus der Welt. Also es ist schon noch ein sehr ernstes Thema, auch wenn wir uns mehr oder weniger ja jetzt daran gewöhnt haben, dass Corona Teil des Lebens ist. Man darf es aber nicht unterschätzen. Und deswegen hoffe ich auch, dass der Winter ja, den meisten von uns verschont, was Corona angeht, also dass wir da uns auf jeden Fall gesund halten können. Ja, an jeden, den es erwischt, auf jeden Fall jetzt schon mal gute Besserung. Ich hoffe, dass es einfach nicht so schlimm ausartet. Und ja, bin auch gespannt, ob ich dann noch Langzeitfolgen habe oder nicht. Also momentan muss ich ja sagen, gut, ich bin halt immer noch nicht genesen. Also ich bin immer noch Corona-positiv, aber wie es aussieht mit Schnappatmung, aus der Atem sein, also momentan kann ich noch nicht wirklich viel gehen oder so machen, bin ich leider außer Atem. Bin recht erschöpft, bin auch generell noch ein bisschen müde. Gut, die Arzneimedikamente tun auch jetzt nicht gerade, muss man sagen, also die machen halt auch müde als Nebenwirkung. Aber ich bin deutlich auf dem Weg der Besserung. Also vor ein paar Tagen sah es noch ganz anders aus. Deswegen
Ja, will ich es jetzt langsam angehen lassen, um nichts zu überstürzen natürlich. Und bin auch dankbar für euer Verständnis, dass ihr das versteht, dass natürlich dann nicht direkt wieder 3, 4 Videos kommen können. Ab nächster Woche soll es dann hoffentlich wieder normal laufen. Wobei ich auch da mittwochs noch einen wichtigen Termin habe. Also kann auch sein, dass da davor ein bisschen mau wird. Weil ich noch ein bisschen Zeit investieren muss, aber ja, ich denke mal, ab nächster Woche Mittwoch soll es wieder normal und regelmäßig was geben hier. Außer auch schön aus hier, die Kamelen rechts am Straßenrand. Ist schon eine schöne Gegend hier. Also bisher gefällt mir das ganz gut. Hier auf der Red Sea natürlich auch alles verlinkt in der Videobeschreibung. So. Ja, und ich hatte jetzt irgendwie. Ich dachte, komm, war mal wieder den Range tief. Wollte eigentlich schon einen Skyler zusammen basteln. Ich dachte mir, komm, war einfach den Range T, der steht gerade so schön da. Ich war auch gerade mit dem so offline, also privat ein paar Touren. Und ja, wieso denn nicht? Bisschen langsam machen hier in der Kurve. Und dann geht das ganz gut. Und dann können wir gerne noch ein paar weitere Folgen hier auf der Red Sea fahren. Also. Es gibt noch ein paar Strecken, die man hier fahren kann. Ich würde mir gerne auch Feedback da lassen, sowohl im Premiere-Chat als jetzt auch nach dem Video dann unter dem Video in den Kommentaren. Und ja, auch SCS hat ja wieder ein paar Neuigkeiten gebracht bezüglich auch der 1.46, dass ja wir eine neue Stadt bekommen in Iberia, in Spanien, glaube ich, in der Nähe von Madrid muss das sein. Und da kommt eine neue Stadt hinzu. Ich denke, da wird immer mal wieder in Iberia was dazukommen. Finde ich auf jeden Fall sehr schön. Wann die 1.46 kommt, ist natürlich so die Frage. Könnte gut sein, dass es nach dem Event kommt. Cruising Hannover, nee, nicht Cruising Hannover. Destination Hannover. Und Cruising Montana, das endet ja beides am 25.09. und dass danach dann vielleicht schon die Beta kommt, 1.46. Das kann ich mir, ja, könnte ich mir ganz gut vorstellen. Und ansonsten habt ihr bis dahin auf jeden Fall die Möglichkeit, das Event abzuschließen. Ich habe zum Beispiel jetzt hier, ja, jetzt habe ich hier das Hologramm hier von dem Future LKW drin, das ist schön. Leuchtet, vor allem bei Nacht sehr, sehr schön auch. Finde ich auf jeden Fall sehr gut gelungen. Also gibt definitiv schöne Geschenke diesmal für ein doch recht leichtes Event, was man relativ schnell auch erreichen kann. Und ja, ansonsten hat auch SCS schon so ein bisschen gezeigt, wo es den nächsten Reskin geben wird, nämlich in der Schweiz. Und das ist sehr, sehr schön. Also klar, sie haben jetzt nicht gesagt in der Schweiz, ja. Aber es war deutlich zu erkennen auf den Nummernschildern der Fahrzeuge und auch manche auch Ortskundige in der Schweiz haben auch gesagt schon, ja, das ist da und da, ohne Zweifel. Und ich denke, darauf kann man auf jeden Fall bauen. Müsste jetzt schon mit dem Zufall hergehen, dass es irgendwie nicht die Schweiz ist. Und ja, wann das natürlich kommt, das ist so die Frage, ne? Aber wobei, ja, die Kameraführung hier, die ist ja wirklich sehr, sehr gut. Jetzt habe ich fast nichts mehr gesehen am Ende. Aber das war jetzt gerade eine sehr, sehr schöne Perspektive. Und hier ist halt auch so ein bisschen wüstenartig alles, aber ich finde es sehr, sehr schön gemacht. Also gefällt mir bisher ganz gut. Hier auf der Red Sea in Saudi-Arabien. Ja, also wann die Schweiz überarbeitet wird, das ist die große Frage. Es wurde halt noch nicht erwähnt, dass es Gegenstand der 1.46 sein wird, deswegen will ich das jetzt auch gar nicht äußern. Es kann natürlich sein, dass es schon bei der 1.46 dabei ist. Kommt darauf an, wie weit die schon sind. Das ist halt jetzt schwer zu bewerten oder einzuordnen von der Ferne. Also da will ich mich jetzt gar nicht weiter zu äußern oder festlegen vor allem. Es kann also sein, dass es mit der 1.46 kommt, aber es kann auch sein, dass es etwas länger dauert und erst später kommt. So oder so freue ich mich natürlich und ich denke ihr auch. Dann ist auch die Schweiz und Österreich jeweils ja, extrem schön bearbeitet. So, weiter geht's. Sorry für den kleinen Cut, aber ich hatte
einen leichten Hustenanfall. Und den wollte ich euch wirklich nicht hören lassen. Von daher alles gut. Ich habe gerade das Wasser getrunken und mich ausgepustet. Jetzt geht's wieder. Also war ich stehen geblieben bei Österreich-Schweiz. Also Österreich jetzt überarbeitet, Schweiz dann zieht dann nach demnächst. Wird natürlich dann eine sehr schöne Gegend sein, dass man da auch dann durchfahren kann über Italien, was dann auch relativ gut aussieht. Und dann nach Deutschland, was auch gerade im Süden sehr bearbeitet wurde. Und auch Frankreich, immer noch ein sehr schönes DLC. Und dann geht es runter nach Spanien, Portugal, also das ist schon eine schöne Ecke, wo man abfahren kann. Unsere ganze Region, sage ich mal. Und von daher freue ich mich sehr, wenn das dann auch relativ schön da erschlossen ist. Das sieht schon schön aus hier. Hinten die Berge und alles, die Steppe. Da sind überall so ein paar Ruinenhäuser, also so ein paar Reihenhäuschen. Vielleicht sind hier auch noch bewohnt, man weiß es nicht. Sieht auf jeden Fall schon sehr alt aus. Hier und da steht auch mal ein Kamel rum, da hinten startet wieder ein Flugzeug. Also es ist schon relativ schön hier, nicht schlecht gemacht. Das Ganze könnt ihr natürlich auch kostenlos runterladen oder auch, ich weiß gar nicht mehr, wie viel Euro ich jetzt da gelassen habe. Irgendwo zwischen 1 und 2 Euro, glaube ich, kann man auch eine Donation da lassen. Da gibt es einen Premium-Download, der schneller ist, wo alle Dateien zusammen sind, wobei es, glaube ich, nur 2 Dateien sind. Also kann man aber durchaus auch ein bisschen was da lassen als Support, wenn einem das hier gefällt. Spricht überhaupt nichts dagegen. Denke ich, kann man auf jeden Fall machen. So. Ja, und natürlich mit dem Abschluss des Events Destination Hannover ist dann auch die IAA Transportation in Hannover zu Ende. Und ich hatte ja schon gesagt, ich denke, dass SCS bestimmt da sein wird, wenn auch nicht offiziell mit einem Stand und als Aussteller. Aber bestimmt werden einige Vertreter von SCS da sein, um mit den Partnern, die ja doch zahlreich vertreten sind, Kontakte zu knüpfen, respektive die Kontakte zu pflegen, mehr oder weniger. Und so ist es auch, es sollte damit auch recht behalten. SCS hat jetzt auch bestätigt, dass eine kleine Gruppe von ihnen da sein wird, unter anderem auch bei Joost und bei Krone. Also Joost war ja der Hersteller für Sattelkupplungen und dergleichen, sollen wohl auch mit Wechselbrücken in Zusammenhang stehen. Und Krone natürlich, der schon relativ bekannte und lizenzierte Aufliegerhersteller hier im Spiel. Wo man ja auch vom Kronewerk aus eine Fracht fahren musste und man auch eine Krone Brotbox, Lunchbox als Geschenk bekam. Also da wird es bestimmt irgendwas geben. Ich kann mir sehr gut vorstellen, jetzt wo es auch im letzten Beitrag erwähnt wurde, dass die auch vor allem mit den beiden Partnern Gespräche führen werden an den Messetagen, dass da vielleicht irgendwas im Zusammenhang steht. Also ganz wild wird ja schon spekuliert, dass eventuell jetzt langsam die Zeit der Wechsel gekommen ist, dass da Krone dann mit dabei sein soll und Joost dann irgendwie auch, also das wäre natürlich der Hammer, aber da muss man sich ganz, ganz ruhig halten. Also weiß nicht, ob das jetzt so realistisch ist, genauso wenig wie der MAN, dass der jetzt schon fertig sein soll. Also es wird bestimmt was kommen und wir wissen ja auch alle, im Oktober wird ETS 2, besser gesagt, das Spiel 10 Jahre alt, wird bestimmt noch das eine oder andere kommen. Auch bestimmt mit der 1.46 wird einiges enthalten sein. Aber was das alles genau umschließt, das ist momentan einfach nur eine wilde Spekulation. Das kann man wirklich schwer irgendwie vorhersagen. Fakt ist, ich freue mich definitiv, egal was da kommt. Ich denke, ihr tut das auch. Ja. So, wir haben noch ungefähr 268 Kilometer. Es geht jetzt relativ gut hier mit 80 km/h. Auf der Autobahn hier in Saudi-Arabien. Kann ja mal jemand schreiben, ob einer von euch schon hier war. Also ich muss sagen, ich war noch nicht so weit hier unten. Vielleicht mal eines Tages in der Gegend von Medina, aber hier war ich jedenfalls noch nicht.
So, und nächste Woche soll natürlich auch ganz mal wieder ATS kommen. Wo ich mir noch recht unsicher bin, ist mit dem mit The Bus. Ich habe mir da das Spiel mal runtergeladen, habe auch ein bisschen, ja, bin ein bisschen Test gefahren, habe verschiedene Einstellungen vorgenommen. Das ist jetzt nicht Müll oder schlecht, aber es ist halt auch nicht gut. Und ihr wisst, was ich meine. Also man merkt einfach, dass es noch nicht ausgereift ist. Dass es nach wie vor eine Early Access Version ist. Dass noch vieles fehlt in meinen Augen. Gerade wenn man mit Controller spielt, fehlt komplett die Möglichkeit, sich Controller auch einzustellen. Gerade mit Lenkempfindlichkeit und so weiter und so fort. Also das fehlt mir noch komplett. Ja, ich bin da einfach noch nicht ganz so zufrieden. Deswegen weiß ich noch nicht, um ehrlich zu sein, ob ich jetzt einfach mal eine Folge bringen soll, die mich aber von vornherein nicht begeistern wird, das sage ich jetzt schon. Und da werde ich mich mit Kritik auch nicht zurückhalten. Oder ob ich einfach warten soll, bis das Spiel final released ist. Ah, hier, Provinz Tabuk. Keine Ahnung, wo es ist. Also klar, ich weiß jetzt schon, was ist durch das Spiel, aber noch nie gehört. Ja, aber ich weiß noch nicht, ob es jetzt für mich so viel Sinn macht, da einfach nur eine Busfolge zu zeigen, nur damit The Bus auch mal da ist. Also ich glaube, also wenn ich ehrlich zu mir selbst bin, würde ich lieber warten, bis das Spiel ausgereifter ist, ja. Also es ist ja jetzt schon ewig lange in der Early Access Phase, nachdem es ewig lange angekündigt wurde, das Spiel. Und das bereitet schon so eine gewisse Unzufriedenheit, bei mir zumindest als Spieler. Und ich glaube, bei vielen ist es ähnlich. Und wenn man dann halt am Anfang noch sehr unbrauchbares Spiel hat, und mittlerweile hat es sich ja schon ein bisschen entwickelt, so ist es nicht. Wenn man mal das mit der ersten Version der Early Access Phase vergleicht, ist schon einiges dazugekommen, hat sich verbessert, ohne Frage. Aber es fehlt halt auch noch sehr, sehr viel. Und da weiß ich halt nicht, man nicht aber trotzdem noch ein bisschen Geduld mitbringen sollte, bis es da mal wirklich ausgereift ist. Deswegen könnt ihr auch gerne mal schreiben, wenn ihr da unbedingt eine Folge sehen wollt, noch in der Early Access Phase, dann werde ich das sicherlich schon mal hinbekommen, also ist jetzt auch kein großes Problem, aber in mir sträubt sich irgendwie alles dagegen, jetzt schon eine Folge zu bringen. Und ansonsten könnten wir gerne nochmal, hier waren ein paar Kamele am Straßenrand. Ansonsten könnten wir auch gerne wieder ein bisschen Eurobus-Simulator spielen. Fahre ich mindestens genauso gern momentan, würde ich sogar noch etwas lieber als in The Bus. Ja, mittlerweile hat man hier schon sehr viel Leere vor sich. Also, hier kann man sich schon mal leicht verirren, würde ich sagen. Sieht aber gut aus, der LKW. Gefällt mir sehr, sehr gut mit der Lackierung. Ja, und Schwarzmüller-Trailer dran, relativ frisch gehalten natürlich. Aber trotzdem sehr schick. Also ich denke, dass wir noch einige Folgen hier von der Red Sea sehen werden. In den nächsten Wochen mal sehen, natürlich, was immer so zwischendurch auf den SCS kommt. Ja, wenn irgendwo was Neues kommen sollte, dann kann man das natürlich auch noch mit alles bringen. Aber ich denke mal, da wird bis zum Abschluss des Events am 25. erstmal nichts kommen. Und danach bestimmt irgendwas. Und so lange können wir noch ein bisschen auf der Red Sea spielen. Wir können auch mal wieder auf der Road to Asia fahren. Auch da kann man gerne unterwegs sein. Und apropos Road to Asia, am Sonntag wollen wir bei Maximus Live auch wieder eine Tour im Konvoi-Modus auf der Road to Asia fahren.
Und da vielleicht ein kleiner Hinweis, weil wir das jetzt schon unter der Woche ein bisschen getestet haben, im Discord CML, wo wir auch schon, ich glaube, insgesamt 2 Stunden saßen. Wie Grüße raus an London. Es ist nicht, oder leider Gottes, nicht egal, ob ihr die Premium-Version habt von der World Tour Asia oder die freie Version, denn es gibt einen Unterschied in der Dev-Datei, die es verhindert, dass man trotz unterschiedlicher Versionen, also freie Version und Premium-Version, miteinander spielen kann, obwohl die Dateien gleich groß sind. Erstens heißen sie anders, man muss also die gleich benennen. Das eine ist ohne Unterstrich, das andere ist mit Unterstrich in Dateinamen. Das kann man noch relativ leicht angleichen. Leider reicht das aber nicht, denn die Dev-Datei wird dann als fehlerhaft angezeigt für diejenigen, der auf den Server joinen will. Und ja, in Erfahrung gebracht wurde, auch da geht nochmal Danke raus an Diffy. In Erfahrung gebracht wurde dann, dass ja, die Dev für die Premium-Nutzer leicht abgeändert ist. Und das halt bei der Dev von der freien Version nicht ist. So, und da ist der Unterschied. Deswegen wäre das einfachste, wenn derjenige, der die Pay-Version hat, sich nochmal die kostenlose Dev-Datei runterlädt und die dann nutzt, dann geht es. Oder am besten hätte alle die kostenlose Version, dann geht es auch. Es ist halt ein bisschen umständlich, weil es immer irgendwie was zu beachten gibt da bei der World Tour Asia. Es ist nicht ganz so einfach wie bei der Pro-Mod gelöst. Vielleicht kommt das auch noch, ich weiß es nicht. Aber hier und da merkt man schon, dass es da noch so ein bisschen, ja, Luft nach oben gibt. Aber das ist auch okay, ist legitim. Muss da noch wachsen, glaube ich, das ist halt auch von Terra Maps. Das ist also in Ordnung. Wenn man halt weiß, wo der Haken ist, dann kann man auch damit arbeiten und kann sich ja jeweils darauf anpassen oder ja, vorbereiten, aber trotzdem, so, gerade für den Konvoi-Modus ist die leichteste Map eigentlich die Pro-Mods, so wie auch die Pro-Mods mit Least. Hält es dann für die Nutzer deutlich am einfachsten. Und man könnte auch mal hier auf der Red Sea zusammen im Konvoi-Modus spielen. Das sollte, glaube ich, auch gehen. Ist die Frage, ob die Red Sea auch ohne die Promos Middle East funktioniert, könnte gut sein. Weiß ich jetzt gar nicht. Weil es eigentlich eine Erweiterung für die Promos Middle East. Und ich glaube auch die Promos Middle East gehen unter Promos. Das heißt, ich glaube, wenn man die Red Sea spielen möchte, dann muss man sowohl die Promos als auch die Promos Middle East haben. Ich glaube, sonst geht's nicht. Aber da, ne, ohne Gewehr, also kann auch sein, dass es ohne Promos geht. Muss man halt einfach sich da eine Garage kaufen und dann Schnellreise machen. Sonst kommt man halt nicht nach Saudi-Arabien, respektive nach Ägypten. So, noch 46 Kilometer, dann sind wir hier in Al-Wajdah angekommen. Ja, war für mich jetzt, wie gesagt, so ein erster Test und das erste Video nach und auch noch mit Corona. Ich denke mal, es wird auch in der Aufnahme für den Thief Simulator soweit funktionieren. Da ist ja schon wieder ein Tag vergangen, nochmal. Geht es wahrscheinlich nochmal ein bisschen besser. Und ich denke mal, wie gesagt, für nächste Woche sollte wieder alles beim Alten sein, hoffe ich mal. Auch sofern es natürlich keinen Long-Covid bei mir geben wird. Ja, sind wir mal einfach guter Dinge. Ich versuche schon weiter zu schonen. Ich muss auch sagen, habe die Tage gar nicht so viel gemacht. Meiste Zeit habe ich was gelesen, lag im Bett, habe ein paar Serien geguckt, habe mir irgendwelche Dokus reingezogen. Reportagen gucke ich auch mal gerne mal. Und dann wieder hier und da was gelesen. Ja, Essen war am Anfang eh nur auf Joghurt und Suppe beschränkt. Mehr ging eh nicht. Das war relativ überschaubar. Mittlerweile kann ich wieder fast alles essen und auch normal essen. Natürlich, ja, es ist schon so, wenn man den ganzen Tag nicht raus darf und man den ganzen Tag so im Haus ist, ist schon was anderes. Ne? Jetzt sind es bei mir halt 7 Tage, das ist okay. Anfang war es 2 Wochen Quarantäne, als man Corona hatte. Was anderes und ich kann mich hier relativ frei bewegen.
Also ich bin jetzt nicht nur auf ein Zimmer begrenzt, deswegen kann ich auch gerne mal einen PC. Und auch da bin ich schon die eine oder andere Tour gefahren. Das geht, ja, wenn man ein bisschen Pausen macht und das alles ein bisschen in Grenzen hält, auch mit der Spielzeit, geht das schon. So. Kreisverkehr wird der Ausfahrt nehmen. Ja, jetzt hier wieder ein bisschen mehr Leben natürlich, das ist auf jeden Fall gut. Das ist halt bei den Tilemaps-Leuten, auch bei der Moto Asia schon so zu sehen. Die Städte sind wirklich sehr, sehr gut gemacht, sehr interessant. Fallen auch definitiv auf, weil sie einfach anders sind. Das ist alles andere, was man bisher so kennt. Hier und da wird es halt ein bisschen langatmig, weil einfach zwischen den Städten lange nichts mehr kommt. Die Gegend dann schon etwas monotoner werden kann und vielleicht auch hier und da die Texturen nicht mehr ganz so fein sind. Aber wenn man das verkraften kann, um sich dann solche Gegenden hier anzusehen, ob dann ist also okay, da kann man damit leben. Hätten auch große Industrie. Also, ja, sieht doch mal schön aus hier. Und ja, es ist auch schön, dass man hier ein bisschen auch in Saudi-Arabien noch weiter eingegangen ist, weil auf der Promo als Middle East fällt Saudi-Arabien doch sehr, sehr knapp aus. Also da kaum was dabei. So, wir haben grün und trotzdem müssen wir achten, ne, hier auf den Verkehr. Ah ja. Ist hier schon wieder ein Flughafen? Ja, naja. Von Flughafen zu Flughafen, sieht man mal. haben wir hier insgesamt eine Tonne Schnittblumen transportiert, die dann wahrscheinlich jetzt, weiß nicht, wahrscheinlich von hier dann weg oder weiter geflogen werden zum Endkunden, wie auch immer. So, die Abladefläche ist da. Dann versuche ich mal ordentlich da abzuladen. Sollte, glaube ich, kein Problem darstellen. Bin wie gesagt jetzt kein Einparkprofi, aber trotzdem stets bemüht, es mehr oder weniger ordentlich hinzubekommen. Ja, ein bisschen nach vorne. Dann geht es. So, tipptopp. Alles klar. Gut, das war doch eine recht. Oh, vielleicht ein bisschen gerade hier vorne. Oh, komm, jetzt ist aber gut. Es war doch eine recht schöne Fahrt hier. Eine erste auf der Red Sea hier in Saudi-Arabien. Gehen wir die Fracht ab. Wir fahren 521 Kilometer von Medina nach Al-Ruwais. Natürlich ausgezeichnet. Obwohl wir sehr viel Zeitdruck hatten. Es war eine sehr eilige Fracht. Aber alles im Rahmen, alles in Ordnung. Und ja, würde ich sagen, nochmal schön hier den LKW erblicken. Der sieht wirklich sehr, sehr schön aus. Fällt mir außerordentlich gut die Lackierung. Also, ich glaube, die werde ich noch etwas länger hier fahren. Und natürlich, wie gesagt, alles verlinkt in der Videobeschreibung. Danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Hoffe, dass die erste Folge mit leichten akustischen Einschränkungen von mir doch euch gefallen hat. Wenn dem so war, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Unterstützt mich weiterhin auch sehr viel und ja, ich kann mich immer nur bedanken bei euch und hoffe, dass auch wieder Zeiten kommen, wo mehr Content kommt, wo vielleicht auch mehr Abwechslung nochmal kommt. Demnächst kommt der Bausimulator ja raus, also mal sehen, was ab nächster Woche dann alles so im Programm ist bei mir. Und da würde ich sagen, schaltet gerne auch morgen nochmal ein zu einer Runde Tiefsimulator. Und dann, ja, hören wir uns. Bis dahin, euer Big Panda. Bye bye.